Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins Entdeckungstour. Wir schauen uns heute das Innere der Djoser-Pyramide an. Und da bin ich schon ein bisschen gespannt, was es da alles zu berichten gibt. 10 Stationen nur. Erfahre mehr über die Stufenpyramide des Djoser und Imhoteps Einfluss auf die Entwicklung der Pyramidenarchitektur. Da haben wir ja beim letzten Mal schon ein bisschen was gehört. Willkommen bei In der Stufenpyramide des Djoser. Danke, danke, danke. So, brauchen wir eine Fackel? Ich denke schon, hier ist dunkel. Imhotep, der Architekt der Stufenpyramide, genoss bei Pharao Djoser und dem gesamten ägyptischen Volk großes Ansehen. Die Inschrift an der Basis einer Statue des Djoser, die 1926 entdeckt wurde, preist Imhotep als großen Zimmermann, Bildhauer, Steinmetz und Hohepriester. Über Imhoteps Leben ist ansonsten wenig bekannt. Obwohl er auch einige medizinische Abhandlungen verfasste, war er vor allem für sein umfangreiches Wirken als Architekt berühmt. Ja, Multitalent, ne, so wie das halt damals war. Nicht so eingeschränkte Schulbildung, sondern da hat man von allem ein bisschen was gelernt und wenn man sich für etwas mehr interessiert hat, hat man halt davon ein bisschen mehr gemacht. Von der äußeren Form der Pyramide bis hin zu Details im Inneren setzte Imhotep sein ganzes Können daran, dem König ein Denkmal für die Ewigkeit zu schaffen. Die beeindruckende Stufenpyramide wurde aus Steinblöcken statt der bisher verwendeten Lehmziegel erbaut. Nie zuvor hatten Ägypter ein ähnlich hohes Bauwerk erschaffen. Imhotep wollte, dass der verwendete Stein an natürliche Materialien erinnert. Der Ruhm des Grabkomplexes des Djoser überdauerte die Jahrhunderte und Jahrtausende und sein herausragender Architekt Imhotep wurde während der Spätzeit von den Ägyptern verehrt wie ein Gott. Da haben wir es also. Die Stufenpyramide, so wie sie 2012 aussah. Mit Unmengen von Baugerüsten daran. Darf ich euch mal was sagen? Hier hinten. Das ist heute offen. Denn im Spiel war das hier ja eindeutig mal geschlossen. Aber Leute, sorry, ich muss hier gerade einen kleinen Ausflug machen. Weil mich schon interessiert, wo es hier entlang geht. Oh, da geht's runter. Ist da die Tafel unten? Ich krabbel hier mal gerade runter. Ah, von hier aus. Ah, okay, gut. Das habe ich im Spiel natürlich. Da wäre der Ausgang gewesen, tatsächlich. Habe ich im Spiel nicht gefunden. Aber ich bezweifle auch, dass es hier oben irgendwas Spannendes gibt. Oh, jetzt habe ich die Fackel fallen lassen. Aha, okay, gut. Haben wir das auch mal geklärt. So, sorry. Kurzer Ausflug für alle, die das Let's Play halt gucken. Vielleicht von Interesse. Zusätzlich zum zentralen unterirdischen Palast des Djoser grub man 11 Schächte. Jeder von ihnen war 33 Meter tief und mit einer horizontalen, etwa 20 Meter langen Galerie verbunden. Die ersten 5 Galerien sollten die Mitglieder der Königsfamilie aufnehmen. Oha, okay, gut. Mehr Grabschächte für alle, vermute ich. Zwei Gänge führten in den Untergrund, gabelten sich in 3 Richtungen und führten zu den Lagerräumen. In diesen großen, unterirdischen Gewölben wurden zeremonielle Grabbeigaben verwahrt. Eine der Galerien, die an der Ostseite der Pyramide beginnt, enthielt 40.000 Steingefäße,
Viele von ihnen gehörten schon den Vorfahren des Königs. Noch ein bisschen vererbtes Porzellan hier also. Grundriss der Pyramide aus Reise zum Tempel des Jupiter Ammon von Heinrich Menu und Minutoli. So, in den Lagerraum wollen wir offensichtlich gar nicht hinein. Die Grabkammer des Djoser liegt am Grund eines 28 Meter tiefen zentralen Schachtes. Der Ägyptologe Jean-Philippe Loire glaubte, der Raum habe ursprünglich aus polierten Kalksteinblöcken bestanden und seine Decke sei mit 5-zackigen Sternen verziert gewesen. Irgendwann wurden die ursprünglichen Kalksteinblöcke jedoch durch Rosengranitblöcke ersetzt. Zurück blieben nur einzelne Fragmente von mit Sternen verzierten Kalksteinblöcken. Das haben wir doch bei dem Tempel außerhalb schon mal gehört, ne? Und es wird wieder nicht erklärt, warum, weshalb, warum sollte man sowas tun? Ich meine, die Pyramiden von Saqqara, Querschnitt der Räume etc. aus The Pyramids of Gizeh from Actual Survey and at Measurement von J.S. Perrin. Sehen wir hier noch so ein paar Sterne oder sowas an der Decke? Irgendwie nicht so richtig, ne? Am Fuße der Kammer gibt es zahlreiche Tunnel, die in alle Richtungen weiterführen. Dieses Labyrinth aus Tunneln und Kammern erstreckt sich über 5 Kilometer. Wow! Man fand viele Sackgassen und Scheintüren. Vielleicht mehr ein Symbol der Unterwelt als ein Instrument zur Abwehr von Dieben. Hat sich jemand Mühe gegeben beim Graben? 5 Kilometer Tunnel? Ist schon ordentlich. Ne, alles ohne Maschinen natürlich. Ja, da haben wir nochmal den Überblick hier über diese Tunnel und Gänge und Sackgassen. Und ich denke, hier könnte ich Foto machen. Bei den Pyramiden von Gizeh oder des Menkaure fand man bei der Pyramide des Djoser keinen von Dieben angelegten Zugang. Und das war auch gar nicht nötig. Die Tempel und Korridore waren leicht zugänglich und waren die Diebe einmal im Innern, konnten sie die Tempel problemlos ausräumen. Man weiß nicht, wann die Mumie des Djoser gestohlen wurde. Alles, was blieb, war ein linker Fuß, den der französische Ägyptologe Jean-Philippe Loire im Jahr 1934 fand. Loire hatte sein ganzes Leben der Erforschung des Komplexes gewidmet und glaubte, der Fuß könne Djoser gehört haben. Wer klaut denn bitte eine Mumie und lässt dann den linken Fuß liegen? Ich meine, der ist doch da irgendwie mit fest eingewickelt oder nicht oder was? Der ist, Herr Lauer oder Loire, weil er Franzose ist. Schon ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, wenn ich jetzt hier ein Foto mache, habe ich die ganzen Linien mit drauf, ne? Oh. Na, ist egal, die müssen jetzt halt mit drauf bleiben. Des Pharao, die man auch die blauen Kammern nennt, sind mit blaugrünen Fayencen geschmückt, die die Schilfmattenvorhänge an den Wänden und Fenstern seines Palastes imitieren sollten. Der Stein wurde sorgfältig bearbeitet und bemalt, damit er wirkte wie aufgerollte Matten oder Vorhänge. Okay. Das ist natürlich clever deswegen. Also, Imhotep, ne, hatte irgendwie so... was ist denn das? Jugendstil, wo so die Natur so ein bisschen nachgeahmt wurde, so mit Blüten und Baumsäulen und sowas. Ich meine, es ist Jugendstil. Inkrustation, Architekturelemente. Ja, also der hat es so ein bisschen die Natur nachzuahmen in seinem architektonischen Stil. Durchaus nicht unsympathisch, finde ich. Es gibt 2 lange, parallel verlaufende Räume entlang der Nord-Süd-Achse. Der südliche Raum verfügt über durch Steinpaneele getrennte Scheintüren, während man über den nördlichen Raum in Seitenkammern gelangt.
In den angrenzenden Kammern wurden die Schätze des Pharao verwahrt. Ah, Schätze, Schätze hört sich doch super an. Hier sehen wir nochmal so ein paar Kalksteinblöcke mit 5 zackigen Sternen tatsächlich. Nicht durch Rosenquarz ersetzt worden. Wisst ihr was? Ich hab grad Bock. Hier von dem Gang, weil der nämlich so cool ist und auch so repräsentativ für das Grab. Will ich die Füße abschneiden? Nee, ich will die Füße nicht abschneiden. Türrahmen sind aus Kalkstein, in den der Name des Königs eingraviert wurde. Wie im Südgrab sind auch hier die Türstöcke mit Reliefs verziert. Sie zeigen den König bei der Durchführung von Ritualen und beim Besuch von Heiligtümern. Schon wieder? Die Innenausstattung ist eine fiktive Ergänzung des Teams, um den Zauber des Ortes zu verstärken. Ah. Die kunstvollen Details und die Größe des Komplexes lassen keinen Zweifel daran, dass dieses Grabmal ein technologisches Wunder seiner Zeit war. Ja, definitiv. Und die Gestaltung gefällt mir tatsächlich auch besser als in den späteren Pyramiden. Hier mit diesen schön angemalten grünen Steinen und so. Und dann diese ganzen Kammern hier wirklich mehr wie ein Palast. Ne? Und hier sieht man nochmal super schön direkt unterhalb des oberen Teils des Türrahmens, wie das halt aussieht wie eine aufgerollte Schilfmatte. Ja, als wenn man der eine Schilfmatte zum Verschließen der Tür einfach runterlassen könnte. Super hübsch gemacht, ne? Da meine ich das Ding. Gefällt mir echt gut. Also hammermäßig. Wusste ich nicht, dass diese Stufenpyramide von innen so cool ist. Und hier haben wir nochmal so eine Tür abgebildet. Mit den Hieroglyphen. Ja, und das war's für heute auch schon wieder, Jungs und Mädels. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Das war mal richtig cool hier, das zu sehen, finde ich. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.